Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Faudas Fortune. Ich möchte nochmal auf den Bug kurz eingehen. Ich habe nach wie vor keine Rückmeldung vom Entwickler. Also interessiert ihn der Bug vielleicht nicht so sehr oder wie auch immer. Oder ich bin der Einzige, der ihn den Bug bisher gemeldet hat. Ich bin der Einzige, der bei ihm auftritt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, noch bleibt es dabei, dass wir nicht in die Höhe bauen können. Andere Spieler machen es ständig. Ich mache es halt jetzt nicht mehr. So, soviel zu dem Bug. Wir starten ins Spiel hinein. Wir wollten das Dorf verschönern. Ich würde aber fast, oder ich würde sagen, der Raum von Dragner und Harmonia, der schaut doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht könnten wir hier noch einen kleinen Kamin dann hinbauen. Oder wir versetzen das Fenster, bauen dann Kamin hin. Naja, mal gucken, mal gucken. Wir machen uns jetzt so nach und nach an die anderen Räume. Ach stimmt, und ich wollte ja hier auch noch was hinbauen. Hier hatten wir jetzt Essen und Küche. Da würde ich aber gerne das Handwerk wieder rüberziehen. Genau, und hier wollte ich eigentlich ja weiterbauen. Das funktioniert nicht. Ich würde gerne schon mal, was halt geht, schon mal so ein bisschen zubauen. So ungefähr. Ja, schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Otto ist Handwerker Level 5. Ist doch schön. Otto, kommst du her? Einen Fähigkeitspunkt. Okay, wir brauchen 3 Punkte. Ach stimmt, wir hatten das Bier als Aufgabe. Das Problem ist, wir kommen nicht an Eisenerz. Der Lou sammelt zwar fleißig, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ah, wir können doch Dragner noch zum Eisen holen schicken. Burnout, wer? Rado. Na, Dragner, komm her, hol bitte Eisen. Wir brauchen Eisen. Und zwar nicht zu knapp. Ich glaube 110 war's. Also ist schon ordentlich, was wir hier brauchen. Harmonia, du könntest mal hier den Baumstumpf bitte entfernen und danach noch den hier. Heißt nämlich, dann können wir hier zumachen. Und hoffentlich auch hier. Ja, schön. Cool. Leute schlafen 51. Landwirtschaft, genau. 120 Eisenerz. Ah, 2,6 Tage. Ich weiß ja nicht. Bräuchten wir jetzt wahrscheinlich noch ganz schnell einen Händler, von dem wir was abkaufen könnten. Dragner meint, der 2 Münzen am Tag verdient. Das meinen jetzt hier. Meinen Harmonia und Rado auch. Das sind 2, 4, 6 Münzen am Tag. Passt mir alles noch nicht so ganz. Okay, wir haben hier einige neue Sachen. Ey, irgendjemand hatte noch kein Schwert. Ich glaube, Otto wahrscheinlich. Otto hatte noch kein Schwert. Wir haben allerdings auch kein Lager. Waffen halt. Was sonst noch? Gießkanne. Kivriana, Förster Level 9. 59 Eisenerz. Was macht Lou? Essen schnell, okay. Ammonia, bitte den Baum hier fällen. Und Kira, den Baum bitte fällen. Jetzt haut Dragner wieder ab. Ja, wir sind halt sehr, sehr, sehr weit vom Eisen auch entfernt. 95 Holz, ein Kristall. Doch, ist gar nicht so schlecht, ist gar nicht so schlecht. Doch, machen wir. Eigentlich wollte ich schon sagen, nee, gibt's nicht, wir fighten. Allerdings kriege ich so mein Lager etwas leerer. Damit neues Holz reinpasst. Holzschwert. Ja, genau. Doch, passt. Passt. Du, Dragner, was machst du? Okay. Sehr schön, sehr schön. Welcher Baum wird denn hier gefällt? Der richtige. Der richtige. Ja, läuft. Es ist soweit schön. Ja.
Aber das werden wir nicht schaffen. 1,8 Tage. Ein Holzschwert. Gar kein Fall. Ja. Jetzt kommt der nächste Angriff. Leider. Ah, stimmt. Und wir wollten... ich vergaß genau. Und wir wollten auch hier die Palisaden bauen, um einfach ein bisschen Holz auszugeben. Von wo kommen sie denn? Nächste Frage. Von wo werde ich angegriffen? Da. Es ist das Dorf. Die muss ich mal vernichten. Du gehst mal hier hin. Hier kommt auch her. Komm, live. Der Lu. Mit dir. Komm auch her. Wo sind sie? Da. So. Will nicht, dass die meine Häuser kaputt machen. Kämpfen. Kämpfen. Kampf ist ausgebrochen. Die Frage, soll ich sie jetzt wieder töten? Ja. Kampfmodus fertig. Otto erschlagen. Dragner erschlagen. Live erschlagen. Kein Erbarmen mit ihnen. Kein Erbarmen. Hier, erschlagen. Was macht Live mit der Leiche? So, okay. Kampf gewonnen. Ich habe das Gefühl, das Dorf da unten muss ich irgendwann einfach mal ausradieren. Die zwei hier. Ich habe nochmal aus Versehen gerade auf Kampfmodus geklickt. Ragnar, schlafen? Nein? Doch. Warum bist du jetzt schlecht gelaunt? Keine Ahnung, wissen wir nicht. 3 Gräber haben wir noch. Ja, 5 haben wir noch. Sehr gut. Lu, du gehst... Nein, du gehst Eisen abbauen. Ragnar geht danach ebenfalls Eisenerz abbauen, wenn du ausgeschlafen hast. Yep. Live. Bitte begraben. Otto, bitte begraben. Und wer ist hier noch wach? Harmonia. Bitte begraben. Wir wollen keine Leichen in unserem Dorf haben. Weg damit. Letzter Tag des Frühlings, ja. Ja, das wird nichts. Das wird leider nicht. Ansonsten bauen wir hier doch mal Befestigung. Geht nicht. Wo wird's gehen? Ja, bauen wir mal dabei so. Und, ach genau, und hier hinten hätte ich ja gerne ein Tor gehabt. So mal. Grundsätzlich. Ja, Dragner, was machst denn du? Mahlzeit, ja. 83 Eisenerz. Ödenstein... Immer noch viel zu viel. Morgen kommen die Piraten. Blöd. Blöd. Werden wir nicht mehr schaffen. Das Bier müssen wir ja auch noch irgendwie brauen. Man sieht, wie langsam wir das Eisenerz bekommen. Also von dem her, jetzt gehen sie gleich wieder schlafen. Müsste ich sie durchschuften lassen? Du bist Bauer, gell?
Machen wir mal so. Ich möchte, dass mehr Baumwolle gesammelt wird. Ach, jetzt ist eh gleich Winter. Dann können wir es auch so machen. Ah nee, vom Frühling. Vom Frühling. Oh Gott, wir sind im Frühling. Essen kochen, Baumwolle sammeln. Wer ist noch alles Bauer? Genau, dann hätten wir hier Rado. Und theoretisch Drakten. Haben wir das Problem, der will aber einfach keine Kristalle sammeln, weil der dafür immer so weit laufen muss. Und das funktioniert. Also gut, momentan sammelt er eh Eisen. 0,5 Tage. Immer noch Nilu Eisen. Live. Ja, was macht Live? Nicht sitzen? Er will keine Baumwolle sammeln. Warum? Baumwolle sammeln, Essen kochen. Kraft. Er will keine Baumwolle sammeln. Warum willst du keine Baumwolle sammeln? Sehr seltsam. Feuer genießen. Wir lassen Live einfach mal kurz in der Beobachtung. Rado Level 10 war. Nee, leider nicht, leider nicht. Bitte nicht angreifen. So. Live. Warum sammelt Live keine Baumwolle? Schon ein bisschen seltsam, oder? Okay, jetzt hätten wir gleiches Eisenerz. Ja. Nein! Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wo sind die anderen alle hier? Piraten sind nämlich schweinestark. Die haben Eisenschwerter und sowas. Alle auf den Captain los. Ja, Dragner schon tot. Aber der Captain ist tot. Der Captain ist tot. Haut den, haut den. Haut sie, los. Ja. Ich gewinne es doch, ernsthaft? Ich habe das gewonnen? Live, schnell, rette Dragner. Zu Bett tragen. Harmonia, rette Rado. Bett tragen. Müssen wir mal schnell schauen, ob man. Harmonia, bitte. Nein, Live, kannst du. Blutende Wunde, keine Heiltränke. Wow. Kann man irgendwas machen? Rado. Ammonia.
Erschlagen. Rado läuft auch rum. Erschlage. Wo ist... Du liegst im Bett. Hast du zwei Punkte übrig? Ah, drei Punkte. Volle Gesundheit bestätigen. Hoffen wir mal, dass das... dass wir es alle irgendwie überleben. Harmonia, kannst du Ausrüstung entfernen? Ja, auch Ausrüstung entfernen. Schlagen. Bleib hier! Saustall. Okay, Wände. Machen wir wieder zu. Da ist noch einer. Ausrüstung entfernen. Boah, schau mal, wir haben jetzt voll das Zeug her. Piratenkapitänssäbel. Erschlagen. Wir haben jetzt nur noch zwei Gräber. Und alle haben es überlebt. Sehr gut. Live bitte begraben. Otto bitte begraben. Und wir brauchen Gräber. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das überstehen tatsächlich. Ein Holzschwert. Ganz sicher nicht. Holzschwerter kriegt hier niemand. Holzschwerter kriegt hier niemand. Nein. Alle wieder ausrüsten. Mhm. Ammonia ist bereit. Mhm. Rado ist bereit. Ragnar. Bereit. Mhm. Wer noch? Iri, Lu. Live noch nicht. Kommen wahrscheinlich wieder. Kommen Sie. Wo kommen Sie? Ja, gute Frage, wo Sie kommen. Sehe sie nicht. Geht mal hier hin. Hallo? Da. Sind das die hier? Nee. Wem werde ich gerade angegriffen? Und denen hier. Habe ich die Schwitter aus den Augen verloren? Ich habe auch jetzt nicht genau, welcher Stamm das ist, oder? Wer mich da angreift? Nee. So, jetzt lassen wir es mal. Wir haben eh gerade keine Gräber. Na? So. Rado, bitte noch hier begraben. Unser Friedhof ist zu klein. Ja. Die dürfen jetzt nochmal gehen. Aber unser Friedhof ist viel zu klein. So. Live. Essen. Sammeln. Sammeln. Wollen die schon wieder... Nee, wir können uns gerade keinen Dings leisten. Ein Kampf. Also wir machen bei Live wieder alles an übrigens. Das bringt ja so nix. Hallo, Live. Yep.
Sammeln? Sammeln, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das mit der Baumwolle hier? Super. Wir haben 13 Eisenerz. Lu, nein, Eisenerz bitte abbauen. Wir brauchen immer noch die Bierbrauerei oder den Bierstand. Ammonia, reden. Du kümmerst dich dann bitte um den Baum und Kira kümmert sich um den Baum. So viel Kampf heute, das ist ja der Wahnsinn. Ja, und danach sollten wir eigentlich mal schauen, dass wir hier das zubekommen. Wachturm. Ich glaube, wir müssen auch ein paar Leute dann im Winter trainieren lassen. Yep. Otto, du bist zum Beispiel noch kein Soldat. Mhm. Otto, was machst denn du? Pflegen. Du gehst jetzt mal trainieren, Otto. Ja. Live. Du gehst mal sammeln, sammeln, sammeln und sammeln. Otto ist jetzt Level 1 Soldat. Okay, dann können wir hier abbrechen. Kira Vynia muss eindeutig auch noch trainieren. Du gehst danach einfach mal trainieren. Ja. Otto ist Soldat, fällt mir gerade ein. Du machst Holzschwerter. Und Lu einmal noch, komm. Zack. Zack, komm, Eisenerz. Los. Jetzt hat. Sehr schön. Brauerei. Die Brauerei stelle ich jetzt schon mal hier oben. Wo ist denn ein fertiger Raum platzieren? Okay, müssen wir dann auch wieder umplatzieren. Müssen wir dann auch wieder umplatzieren. Aber kein Problem. Irgendjemand hat einen Burnout. Kira hat einen Burnout. Okay. Harmonia, was machst denn du? Pflegen. Nee. Baumstamm. Ich möchte den Raum hier größer haben. Ragnar und Kira ist zerstritten. Was soll denn der Schmarrn? Unglaublich. Live. Mhm. Oder. Yep. Ach, live ist eigentlich gut. Sammeln, 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 sammeln und sammeln. Also warum das mit der Baumwolle momentan nicht funktioniert, ist halt schon sehr seltsam. Ich brauche ja Baumwolle und Stoff. Gut. Es läuft. So, jetzt haben wir hier einfache Bergarbeiter. Moment. Machen wir kurz langsamer. Wir haben Piratensäbel, den können wir wahrscheinlich noch nicht benutzen. Dieser Schauen wir uns doch mal kurz den Kämpfer an. Holzschwerter, Steinschwerter und hier kommt doch wahrscheinlich Eisenschwerter hier oben. Live lassen wir auf jeden Fall unseren Kämpfer werden. Das, glaube ich, hatte ich schon mal gesagt. Live, was hältst denn du davon? Du bist ja... Du bist unsere stolze Kampfmaid. Live Elfenson. Was hältst denn du davon, wenn du... den Piratenkapitänsanzug bekommst, den du wahrscheinlich noch nicht tragen kannst... Aber das lernen wir dir jetzt. Und der stolze Wert dazu. Live werden wir jetzt da noch ein bisschen trainieren. Wir brauchen wahrscheinlich schwere Rüstung und Eisenschwerter.
Live wird unser Superkämpfer. Und dann haben wir noch eine einfache Bergarbeiterkleidung. Das kriegt Lu. Er hatte noch keine Kleidung, glaube ich, gell? Lu hat noch keine. Da brauchen wir aber erst einen Kleiderständer. Nein, nicht Rüstung, Kleiderständer. Mit was trainiert denn Live hier? Mit einer Gießkanne. Na gut, wenn er meint. Kira vertreibt sich die Zeit in Lu's Haus. Okay, auch in Ordnung. Otto ist Handwerker Stufe 6. Otto. Handwerker Stufe... Okay, immer noch ein Level. Ja. Lu, du kriegst es mal. Besitz nehmen und hier wollen wir eine Bergarbeiterclub. Und dann hätten wir allerdings noch eine Piratenkleidung. Soll Rado der Piratenuntertan von Live werden. Oder Otto. Otto wird der Piratenuntertan, glaube ich. Du hast hier einen Kleiderständer, aber auch noch keinen Rüstungsständer. Vielleicht das nächste Level. Life ist Level 5, Soldat. Ein Punkt. Machen wir erstmal noch mit Halsschwerter. Yep. Ragnar, wie wär's, wenn du mal Kristalle holen gehst? Eine Kristallmine vor der Tür wäre vielleicht nicht schlecht. Die wäre vielleicht nicht schlecht. Brauchen wir halt wieder 500 Gold. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Hier 43 Stoff. Ah, man müsste sich mal mit Schafen beschäftigen. Das Problem, was mich an den Tieren ein bisschen stört, ist, dass man nicht wirklich einen Stall bauen kann. Man hat zwar so Zäune, aber man hat zum Beispiel kein Tor dafür. Ein Käferbefall. Ein Tor für Ställe. Also man kann keinen wirklichen Stall bauen. Und das, ja, ist halt schon ein bisschen sehr kacke. Ive darf auch gleich weiter trainieren. Zwei Kristalle, naja. Cool. Yeah. Also Live, gell? Dein Stolz. Okay, wir könnten noch ein bisschen Deko ausbauen. Rado ist, Dragner ist immer noch unzufrieden, möchte noch eine Kiste haben. Ammonia. Rado will ein Essensregal in seinem Haus haben. Was? Nicht genügend Holz? Wie geht denn das? Hatte ich nicht vorher immer so ungefähr gefühlt 8000 Holz? Aber gut. Ach, wir haben ja unsere Bierbraustube hier. Hier. 3 Weizen, 3 Kürbis, 2 Holz. Ich hätte gerne mal eine Halte im Lager 30. Das heißt, wir brauchen ab jetzt Weizen. Live Level 6 Soldat. Live. Damit lernst du Metallschwerter. So, jetzt brauchen wir noch die mittlere Rüstung auf jeden Fall.
Ja, live rüsten wir jetzt voll aus. Also ich habe keine Ahnung, ob man wirklich die mittlere Rüstung braucht. Aber ich vermute es einfach mal. Der Lu hat sich am Bein verletzt. Das ist auch so eine Sache. Er hat eine Axt in der Hand, aber verletzt sich trotzdem immer am Bein. Beinschienen. Harmonia kümmert sich hoffentlich drum. Ja, sehr gut. Yep. Oh, Dragne muss mal mit Bauer spielen. Wir haben noch nicht mal Weizen angepflanzt. Ich glaube, wir haben zu viele Felder oder zu große Felder. Ich glaube, unsere Felder sind zu groß. Deswegen machen wir das jetzt mal kurz anders. Wir ziehen auch das Feld hier um. Mit dem Brunnen. Wagner Stufe 4 Bergarbeiter. Schön, brauchen wir nicht unbedingt, aber machen, nehmen wir mal mit. Ach, Dragner bräuchte eine tiefer Bergbau wahrscheinlich, um das benutzen zu können. Und dann machen wir nämlich hier jetzt Weizen einfach hin. Live Stufe 7, ein Level noch, dann hast du mittlere Rüstung. Dann kommt da wahrscheinlich auch noch Schwerrüstung. Problem ist, ich weiß halt nicht, was ich genau für Rüstung brauche. Äpfel haben wir ja hier eigentlich auch noch. Hast du das Gefühl, wir könnten noch einen Bauern gebrauchen? Hä? Wieder alle am Schlafen hier. Oh, wir sind bei 32 Minuten. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, für die Folge war es das mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.